Darling, bitte, also bis zu 5 Minuten, Sie wissen das. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Tonne, ich kann Ihnen sagen, wann das letzte Mal die Ministerin der Diskussion aus dem Weg gegangen ist. Das war genau im letzten Plenarabschnitt zum Thema Unterrichtsversorgung, wo sie die Fragen von Kai Seefried und mir nicht beantwortet hat, warum beispielsweise an den Studienseminaren Stellen unbesetzt geblieben ist. Da ist sie sitzen geblieben, da hat sie die Fragen dieses Parlaments eben nicht beantwortet. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden durch die Politik der Ministerin. Wir reden hier ja über die Beantwortung einer Anfrage, die über ein halbes Jahr alt ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo es zuerst hieß, die Antwort kommt dann im November, wo es dann hieß, die Antwort kommt im Dezember und wo man dann gesagt hat, die Antwort kommt Ende Februar. Und ich kann Ihnen sagen, warum von uns niemand eine Aktuelle Stunde oder eine dringliche Anfrage gestellt hat. Ja, weil wir Ihnen noch nicht mal das mehr zugetraut haben, dass Sie zum 28. Februar diese Daten vorlegen. Und wenn Sie sich die Daten ansehen, dann müssten auch Sie eigentlich zu der Erkenntnis kommen, dass es keinen geeigneteren Ort gibt, über diese Daten einmal zu reden, als im Niedersächsischen Landtag. Was ist denn das eigentlich für eine Regierungspolitik? Die Bildungspolitik ist die Kernaufgabe auch dieses Parlaments. Das ist ureigenste Landesaufgabe. Sie treten das mit Füßen, weil Sie nicht bereit sind, darüber zu reden, ob in Niedersachsen Schulen Unterricht stattfindet oder nicht. Und es gibt einen massiven Unterrichtsausfall in Niedersachsen Schulen, und die Ministerin tut rein gar nichts dagegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich finde, es ist absolut richtig. Was kann es denn Wichtigeres geben, als dass wir heute hier darüber reden, dass gestern die Ministerin die schlechteste Unterrichtsversorgung seit 15 Jahren präsentiert hat und das auch noch als guten Wert, meine sehr geehrten Damen und Herren, die schlechteste Unterrichtsversorgung seit 15 Jahren. Lassen Sie uns doch mal darüber reden heute Morgen, dass die Kultusministerin zum 1. Februar 1.274 Lehrer eingestellt hat, aber 1.373 in Ruhestand gegangen sind. Das heißt, die Unterrichtsversorgung ist zum Halbjahr noch mal schlechter geworden als sowieso schon den schlechtesten Wert der 15 Jahre, die sie präsentiert hat. Lassen Sie uns doch darüber reden. Lassen Sie uns doch darüber reden, dass zum 1. Februar diesen Jahres die Ministerin 159 Vollzeitlehrereinheiten an den Gymnasien in Niedersachsen abgebaut hat. Das ist fast je eine Stelle pro Gymnasium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie uns doch darüber reden, dass aufgrund technischer Schwierigkeiten an den Studienseminaren für die Gymnasien bei 700 ausgeschriebenen Stellen nur 550 Stellen besetzt worden sind, obwohl man trotzdem 196 Bewerber abgelehnt hat. Lassen Sie uns doch mal darüber reden, dass die Ministerin es noch nicht mal mehr hinbekommt, alle Plätze an den Studienseminaren zu belegen. Das ist doch kein Wunder. Sie stellt sich hier hin und sagt, ich habe keine Lehrer. Ja, weil sie es nicht schafft, die Lehrer einzustellen, damit sie sie ausbilden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind hausgemachte Probleme. Lassen Sie uns doch darüber reden, dass die Ministerin seit Jahren versagt. Lassen Sie uns darüber reden, dass Unterricht ausfällt. Und wenn die Ministerin tatsächlich keine Angst hat, hier heute zur Unterrichtsversorgung zu reden, dann sollten Sie auch keine Angst haben. Stimmen Sie doch die Erweiterung der Tagesordnung zu. Und dann soll die Ministerin hier mal Butter bei die Fische machen und sagen, wie schlecht die Situation in den Niedersachsens Schulen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Försterling. Es folgt jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Kollege Limburg, bitte. Danke, Herr